Hallo ihr Bastelnerds, willkommen im Kreativgehege der Hasenschmiede. Ich bin Manu und weiß, wie der Hase läuft. Er hoppelt. Ja, ich sitze gerade hier an meinem Basteltisch und dachte mir, ja, wenn ich hier eigentlich vor mich hin bastel, vielleicht wollt ihr da eigentlich auch mal mitgucken. Denn ich bastel gerade einen Tischkalender mit einer kleinen Schublade sowie einem Fotorahmen, also für ein Foto. Und also einen Rahmen fürs Foto, meine Güte. Bin schon wieder so kompliziert. Ja, also auf jeden Fall bin ich da gerade so ein bisschen am Basteln, habe da auch schon einige Werke zusammen. Die stehen allerdings gerade woanders, weil Platzmangel. Und ja, dachte, wie gesagt, ich nehme euch jetzt einfach mit. Was brauchen wir? Wir brauchen einen Kalender. Und zwar habe ich mir hier von DoCrafts, ist das, so einen Zehnerpack geholt. Da sind dann immer ja, diese Plättchen halt drinne. Verzeihung, ich musste mal gerade niesen. So, ja, also da sind 10 Stück von diesen Dingern drin und die sind hier nur ganz einfach hier hinten verleimt. Aber rein theoretisch, die kann man auch selber machen. Also sprich, man druckt sie aus, schneidet sie dann halt und klebt die dann halt hier hinten ganz dünn zusammen und dann kann man die auch, ja, wie gesagt, halt auch selber machen. Ich habe meine für relativ schmales Geld, habe ich mir die halt gekauft, weil ich einfach mir die Zeit ersparen wollte. Ja, des Weiteren brauchen wir Farbkarton. Ja, das hier ist jetzt von Faltkarten. Ich weiß die Farbe jetzt gerade nicht, wie sie sich schimpft. Wer das wissen möchte, einfach mich anschreiben, ja? Okay, dann habe ich das Weitere. Also ich habe, wie ihr seht, auch schon ein bisschen was vorbereitet. Und zwar habe ich mir zweimal weißen Cardstock ausgeschnitten. Und zwar in der Größe 9x9. Dann habe ich mit einfach ganz normal hier mit dem Lineal, habe ich mir dann hier so einen Rand von ungefähr 0,5 ja, Millimeter angezeichnet und bin dann hier mit meinem süßen kleinen Mini-Cutter, den ich bei meiner Bestellung doch bekommen hatte von Craftelier. Der schneidet richtig gut, also ganz ehrlich, Leute, richtig cool. Mit dem habe ich mich dann hingestellt und habe mir halt hier einen Passepartout-Rand quasi rausgeschnitten. Und ja, also das Innenleben brauchen wir im Übrigen nicht. Das könnt ihr irgendwo zur Seite legen. Das, keine Ahnung, für irgendein anderes Bastelprojekt. Und ja, Leute, was soll ich sagen? Es ist mir natürlich jetzt erst bei den letzten beiden, die ich gerade mache, fällt mir ein, wieso nimmst du eigentlich keine Stanze? Eine viereckige Stanze und noch eine kleinere viereckige Stanze. Du hättest es einfacher gehabt, du hättest es schneller gehabt und sauberer. Aber nein, das fällt mir natürlich bei den letzten ein. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob es euch auch manchmal so geht, dass man so dermaßen auf dem Schlauch stehen kann. Es ist mir ein Rätsel. Egal, es ist wie es ist. Ich habe es halt, wie gesagt, jetzt per Hand. Wenn ihr natürlich passende Größen habt, also 9x9, beziehungsweise dann halt nochmal ein bisschen kleiner, also 8,5, dann bitte, oder wenn es halt ein bisschen kleiner nochmal ist, es macht ja auch nichts, oder ein Ticken größer macht auch nichts. Soll halt am Ende nur passen. Und zwar kommt das Ganze nämlich auf so einen, ja, Farbkarton. Und zwar ist der in 10x10. Das muss nur halt einigermaßen drauf passen und sollte halt vielleicht noch einen netten Rand drumherum haben. Aber wenn ihr da irgendwie so ansatzweise was Passendes habt, bitte tut euch den Gefallen, benutzt das. Das sieht, wie gesagt, ordentlicher aus und ist außerdem schneller. Ja, dann habe ich mir Windradfolie ausgeschnitten. Meine Windradfolie, die kann man jetzt so nicht mehr kaufen. Und zwar liegt das daran, weil das einfach ein Restbestand war, den ich geschenkt bekommen habe. Das waren Overhead-Folien. Und die habe ich mir dann halt einfach irgendwann mal so ein bisschen klein geschnitten und ja, habe sie hier halt in meiner Sammlung stehen. Und ja, es war halt ein Geschenk und ich benutze sie halt dafür, dann halt jetzt, um so Shaker-Karten zu machen oder wie für Sachen wie unser heutiges Projekt. Gut, ja, also das weiße Papier, das, ja, diese Overhead-Folie oder Windradfolie oder wie auch immer man sie schimpft. Wie gesagt, beides hier auf 9,9, alles drei besser gesagt. Bis, naja gut, die Windradfolie habe ich einen Ticken kleiner gemacht, einfach weil es halt ja nicht unbedingt überstehen soll. Entschuldigt bitte nochmal ein kleiner Frosch im Hals. So, dann brauchen wir des Weiteren ein
Ja, einfach nur nochmal eine Mattung quasi oder ein Untergrund. Und der hier ist jetzt, wie ich ja bereits schon sagte, in 10x10. Und diesen grauen hier, das wird unsere Schublade. Der ist in 13,4 mal 13,4. Den werden wir jetzt gleich weiter bearbeiten. Damit machen wir nämlich weiter. Und hier seht ihr schon, da habe ich ja diesen kleinen Kalender nochmal auf ein Stück grauen Farbkarton drauf gemacht. Der hat die Maße 6 mal 9 cm. Und da habe ich dann halt den, wie gesagt, einfach nur mit meinem Kleber, habe ich einfach nur eine feine Linie hier oben dran gezogen und habe ihn aufgeklebt. Das heißt, man kann halt jede Seite trotzdem noch ganz normal blättern und ja, halt dann abreißen. Und auf der Rückseite, wie ihr schon seht, da ist Foam Tape. Das ist, weil es recht dünn ist, habe ich das doppelt genommen. Je nachdem, was jeder halt für eine Stärke hat. Aber es sollte schon eine gewisse Höhe halt haben. Und das sind unsere Vorbereitungen, die ich bislang getroffen habe. Und dann würde ich sagen, fangen wir doch mal an mit unserer Schublade. Dafür nehme ich hier mir mein Schneid- und Falzbrett. Meins ist von Stampin' Up, einfach deswegen, weil ich mal kurzzeitig ja, Demo war, allerdings halt für mich Demo. Und einfach nur, weil es dann halt günstiger ist, wenn ich was kaufe. Und da habe ich dann halt das einfach ausgenutzt, dass ich das dann halt einfach günstiger bekommen habe. Zwar im Endeffekt dann genauso teuer wie diese anderen, weil die baugleich sind. Aber ich bin auch sehr zufrieden, also mir gefällt es ganz gut. Aber natürlich jedes andere Schneid- und Falzbrett tut es auch notfalls. Geht es auch immer mit dem Cutter und einem Lineal. Und achso, da würde ich euch aber definitiv dann ein Metalllineal empfehlen, wenn ihr mit dem Cutter arbeitet. Ja, und Falzen, genau das gleiche. Falzbein oder irgendwas anderes, stumpfes, relativ dünnes, kann man alles da auch ganz normal benutzen, ohne dass man da unbedingt drauf angewiesen ist. Ist natürlich ein bisschen angenehmer. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben 13,4 mal 13,4 Maße und wir falzen das Ganze jetzt bei 1,8. Das ist bei mir hier. Also ich lege es auf der Seite an, einfach weil es halt einfacher ist. Also nicht, dass ihr euch wundert, warum das so komisch gerade aussieht. Und hier auch bei 1,8. Hier bei 1,8 und hier bei 1,8. Habe ich das jetzt richtig gemessen? Nee, natürlich nicht. Ach ja, sah auch schon so komisch aus. Naja, gut. Also, ihr macht das natürlich hübsch und richtig. Und ich würde es ganz gerne darauf schieben, dass ich halt jetzt ein bisschen nervös wieder bin, weil die Kamera läuft. Aber sei mal ehrlich, ich bin einfach nur so dusselig. Also, brauchen wir uns nichts schönreden. Gut, ich schneide jetzt mir hier immer so eine so leicht schräg ein und dann direkt auf dieser Falzlinie so ein Dreieckchen raus. Und das mache ich jetzt einfach an allen vier Seiten. Das ist dann am Ende nämlich meine Klebelasche. Und das, also man kann das natürlich variieren, wie man das halt im Endeffekt einschneidet und dann halt anklebt. Aber das ist halt so immer so meine Variante. Und ja, das Ganze sieht jetzt so aus. Dann suchen wir uns eine Seite aus, die vorne sein sollte. Da wir jetzt hier diese komische Falzlinie hier drin haben, die möchte ich lieber nur am Rand dran haben, so dass man das nicht von außen sieht. Also habe ich jetzt entschieden, dass das jetzt hier mein vorne ist. Dann nehme ich ein Loch, ja, so ein Lochding halt. Handstanze, Locher, Rundkreis, wie auch immer. Ihr seht es ja. Ach ja. Und ja, und dann machen wir jetzt halt einfach so Pi mal Daumen. Also ihr könnt das natürlich ausmessen, aber pff, ja, ich bin da manchmal, ja, ärgere mich dann, wenn es natürlich schief ist, aber so Pi mal Daumen wird das schon hinhauen. Hups. So, gut, dann haben wir hier so ein kleines Löchlein. Das reicht uns hier auch schon.
Dann gehen wir hier einmal alles mit einmal entlang und falzen das gute Papierchen. Upp. Hier acht geben natürlich, dass man jetzt die richtige Falz trifft. Ups. So. Und auch da die Ecken können wir schon mal hier so einklappen. So. Dann nehmen wir unseren Kleber. Ihr könntet jetzt natürlich auch ja, trockenen Kleber nehmen, also so ein Klebeband. Ich nehme jetzt hier einfach meinen Flüssigkleber, der gerade extrem flüssig ist. Okay, gut. Und was ist denn mit dir los? Ich habe den nachgefüllt. Irgendwie hat er jetzt extra Sprung. Also wundert euch jetzt nicht gerade, warum ich so komisch gucke, aber hier fährt gerade jemand in unsere Auffahrt. Ich glaube, der will nur drehen, aber es sieht sehr eigenartig aus, wie er das gerade macht. Und ich weiß auch nicht, warum er bei uns unbedingt auf die Auffahrt fahren musste, um zu drehen. Weil wir haben da hinten einen schönen Parkplatz, wo man das tun könnte, aber ich weiß nicht, manche Leute sind auch so umständlich. Naja, sah auf jeden Fall gerade so aus, wie als wenn er kurz davor wäre, mal gerade unser Tor kaputt zu fahren. Deswegen musste ich jetzt mal kurz innehalten. Hier, die kennt ihr sicherlich vom Nähen. Ich benutze die ganz gerne, um meine... Ich muss nochmal gucken. Was macht der da? Geil. Also wenn es kracht, dann werde ich mal ganz kurz raushüpfen müssen, ja? Gut, dann... Ja, wo war ich? Ah ja, genau. Ich mache hier halt ganz gerne diese Klemmerchen. Mache ich immer hier ganz gerne dran. Was ist denn heute mit meinem Leim los? Seht ihr das? So flüssig, da fließt mir alles weg. Komisch, komisch. Ja, also am Abfüllen kann es ja wohl nicht liegen. Habe ich ja schon x-mal gemacht. Naja, gut. Egal. So. Also ich benutze die ja immer ganz gerne, um meine Hand quasi zu ersetzen. Das ist immer ganz nett, wenn man hier nicht immer alles festhalten muss. Das hier sollte ich vielleicht wegwischen, bevor ich jetzt höchstpersönlich noch dran kleben bleibe. Wo ist mein Häuschen? Da ist mein Häuschen. Häuschen heißt wirklich, ich habe hier so eine Box, wo man seine Tücherchen reinmachen kann. Erst Klebespuren schon hier drauf. Wir müssen ja noch den Kalender auspacken. Das wäre also ungünstig. So, ich weiß nicht, warum der so extrem flüssig auf einmal geworden ist. Vielleicht hat er irgendetwas nicht vertragen oder so. Stand zu lange in der Sonne. Ich weiß es nicht. Gut. Wir lassen das jetzt sowieso jetzt trocken. Ich setze jetzt nur halt nochmal alles auf. Also nochmal an, damit das auch wirklich hält. So, das gute Stück stellen wir jetzt einfach zur Seite. Es darf jetzt ein bisschen vor sich hin trocknen. Und wir machen weiter mit... Oh, ich würde sagen, wir machen unseren Rahmen erstmal fertig. Wie gesagt, das brauchen wir jetzt gerade noch nicht. Aber das andere alles. Und da würde ich sagen, nehmen wir... Diesmal jetzt keinen feuchten Kleber, sondern hier so ein Klebeband. Anfang müssen wir nur finden. So, und jetzt mache ich im Prinzip nichts anderes, außer hier einmal drumherum einen Kleberand. Das ist so ein Abreißteil, finde ich super praktisch. Wenn man da eh schon dieses Gebappe in den Händen hält, man muss es ja dann halt immer dann auch noch ablegen und abschneiden. Das hat man ja bei diesem roten Klebeband. Das hält natürlich wie keine Ahnung was. Ja. Aber ja,
Ja, das muss man halt immer abschneiden und das nervt manchmal. Und da lobe ich mir immer hier dieses Abreißklebeband, weil es so schön schnell geht. Gut, also ich habe mir ja einfach jetzt, wie gesagt, diesen Kleberand hier überall hingekleistert. So, willkommen zurück. Ja, leider war meine Karte voll, habe mal wieder nicht geguckt, ob die entleert wurde. Das heißt, er hat dann eben gerade gemeckert und ja, also ich habe jetzt die Karte wieder leer und wir können weitermachen. Ich habe jetzt hier angefangen und habe die diese Schutzfolien von dem Klebeband abgezupfelt und klebe hier den Rand noch so ein bisschen um, damit er nicht halt nach außen noch steht. Die Dinger hier können weg. Und dann nehmen wir unsere Windradfolie. Wo ist sie? Immer so blöd, Winden. Und durchsichtigen Zeugs. So, setzen die jetzt hier. Super, ich muss mich mit verschenken. So, setzen die uns halt drauf. Ich habe sie nur minimal kleiner geschnitten. Notfalls müssen wir halt nochmal mit der Schere dran gehen. Außer ich habe anständig gearbeitet, dann. Ja, guckt mal. So wie es sein sollte. Ha, manchmal klappt es dann halt doch, ne? Ja, gut, also. Hier haben wir jetzt die Windradfolien draufgeklebt. Dann nehme ich mir ganz gerne hier meine, die sind von Reiher. Das sind diese ganz dünnen Streifen. Ich liebe diese Teile. Ja, davon nehme ich ganz gerne. Und dann suchen wir uns jetzt einfach nur aus, wie wir das hinmachen wollen. Ich würde sagen, so rum. Und dann klebe ich einfach hier am Rand diese ganz dünne, diese ganz dünnen Streifen auf. So. Damit wir dann halt so einen Abstand natürlich dann auch herstellen können. Schneiden. Das können wir hier vorne dann noch verwenden. Braucht man ja nichts vergeuden, ne? So, noch ein Streifen. Also ich mag das sowieso. Also ich hatte das ja schon mal genommen jetzt bei der Challenge für diese Schüttelkarten. Weil man die halt so auch so schön in eine runde Form halt reinbekommt, ohne dass es dann irgendwie ein Riesenkrampf ist. Und ja, tolles Zeugs. Also auch gerade, weil sie so schön dünn sind. So, das können wir auch zur Seite legen. Jetzt wird es noch mal ein bisschen heikel, denn wir müssen malen, wir kleben erst das hier auf. Und zwar nehmen wir unseren grauen 10x10 und unser weißes 9x9 Papierchen. Das ist irgendwie mal ein kleberflüssiger als sonst. Ich weiß nicht warum. Ne, jetzt wird es, glaube ich, wieder. Keine Ahnung, ob da irgendwas reingekommen ist. Ich weiß es nicht. Hier ist auf jeden Fall komisch. So blubberblasig auch. Naja. Gut, ich denke, wir haben es jetzt wieder. So, den kleben wir so einigermaßen mittig hin. Ich mache das jetzt nach Augenmaß. Rein theoretisch könnte man das natürlich auch anzeichnen. Aber ja, wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen. Gut, so einen extrem flüssigen Kleber, was auch immer der Grund dafür ist, der eignet sich gerade nicht, weil der echt hier gerade überall hinfließt. Ich weiß echt nicht, was mit dem komischen Kram da ist. Gut, oder ihr nehmt halt trockenen Kleber, da hättet ihr das Problem erst gar nicht. Gut, den habe ich mir jetzt aufgesetzt. Jetzt zuppeln wir hier uns auch die Schutzfolie ab. So. Und dann versuchen wir genau auf diesen weißen Rahmen zu treffen. Ich muss jetzt mal meinen Kopf hier so ein bisschen drüber halten. Ich hoffe, ich sehe was. So, sieht doch ganz gut aus, oder? Und dann oben kann man nämlich dann hier was reinfüllen. Und in dem Fall, also in unserem Fall dann halt ein Bild. Gut, dann hätten wir den Rahmen schon mal. Entschuldigt, aber wenn man so viel redet, muss man auch was trinken, weil da ist der Mund sonst so staubig.
Gut, wir haben unsere Schublade, wir haben unseren Bilderrahmen. Dann fehlt natürlich jetzt aber noch ja, das Außenleben quasi. Dafür habe ich mir jetzt hier diesen, ich weiß nicht, Mint ist es auch noch nicht so richtig, aber es ist irgendwie so ein, ja, es geht so in diese Mint-Richtung. Ich finde die Farbe ganz schick. Und ja, wie gesagt, wenn ihr sie wissen wollt, müsst ihr mir nochmal schreiben, weil dann müsste ich halt nochmal genauer nachgucken. So, das Ganze schneiden wir jetzt erstmal in der Länge. Und zwar schneiden wir 10 cm. Mal, so, Sekunde, mal ausfahren. Also 10 mal 25. Da können wir eigentlich, also das ist so ein Reststück, das können wir einfach zur Seite packen. Dann könnten wir aber auch schon direkt falzen, und zwar bei, ups, ja, es ist gerade so ein bisschen, naja, das Falzen machen wir, wenn wir es eingeklappt haben, das ist, glaube ich, einfacher. Gut, also, die haben wir abgeschnitten auf 25 und dann brauchen wir das Ganze jetzt nochmal mit 19,9. Hier ist die 20, dann haben wir hier die 19,9. So, dann können wir jetzt hier das Ding hier zumachen, dass ein bisschen weniger Platz verbraucht. Gut, und dann fangen wir an mit Falzen. So, vorsichtig erstmal die Klinge weg. Ich kenne mich, am Ende habe ich es abgeschnitten statt gefalzt. So, dann falzen wir jetzt bei 1 und 3. Dafür lege ich jetzt erstmal das Papier hier unten an. Ihr könntet es natürlich auch direkt hier oben schon oder da halt schon direkt anlegen. Aber ich mache es ganz gerne in die Richtung. Ich weiß nicht, warum es irgendwie... Ja, vielleicht Gewohnheit oder so. So, also bei 1 cm, dann bei 3 cm. Dann drehen, weil ich ja dann in die andere Richtung weiterfalzen muss. Und zwar bei 13. Und bei 15. So. Dann haben wir das Teilchen hier schon mal gefalzt. Dann nehmen wir uns kurz direkt noch gleich das kleine. Und das falzen wir bei 15. Und bei 10. Genau. Muss ich kurz überlegen. Entschuldigt. So, das war es eigentlich schon, was wir hier so falzen wollten oder müssen. Ja, so, bleibt da oben. Dann können wir unser Falzband hier noch nehmen und gehen einfach nur mal hier diese Linie nach. Mal fertig. So, hier könnten wir jetzt, wie machen wir es denn jetzt? Ich überlege gerade, nehmen wir Flüssigkleber? Ja, wir nehmen Flüssigkleber, komm. Was soll der Geiz, ne? So, ich hoffe, der ist jetzt nicht zu flüssig noch. Ne, geht. Also, wir nehmen den Flüssigkleber, machen hier auf die Klebelasche den Kleber drauf und dann Verzeihung, so, dann klappen wir das Ganze hier so aufeinander, vielleicht mit Trockenkleber doch besser gewesen, aber naja, gut, so kann man es noch ein bisschen korrigieren und hier quillt schon wieder alles, irgendwas stimmt mit meinem Kleber heute nicht, ich weiß nicht.
Gut, dann drücken wir das Ganze jetzt mal so ein bisschen fest. Wir können das auch nochmal mit dem Falzbein machen. Ich habe zwar eigentlich nochmal ein längeres, aber das sehe ich gerade nicht. Weil hier immer noch dieses Weihnachtsdeko-Gedöns rumsteht. Ich nehme hier ein bisschen Platz weg. Ja, egal. Das hier tut es jetzt auch. So, ich gehe jetzt wie gesagt mit dem Falzband einfach nur noch mal hier so ein paar Mal so drüber, damit das dann halt auch wirklich stabil ist. Das kann man dann auch hier noch mal so umknicken und noch mal richtig schön feste drücken. So, dann sind wir im Prinzip mit unserer Banderole hier schon fertig. Dann nehmen wir uns hier dieses kurze gefaltete Stückchen und auch hier mache ich jetzt einfach schön großzügig, großflächig Kleber drauf. Okay, man darf auch ein bisschen spielen dabei. aber hier, ich weiß nicht, wie gesagt, das ist so die ersten Sachen, die da rauskommen. Seht ihr das? Die sind auch so blubberig. Weiß nicht, was ich hier gemacht habe. Ja. Gut, also, der Teil, der halt unten auf dem Tisch stehen soll, mit dieser Klebenaht, also definitiv nach unten dann halt. Und dann setzen wir uns dieses 10x10. Was habe ich denn jetzt geschnitten? Irgendwas stimmt nicht. Moment. Falsch gemessen? Ja, Leute, wisst ihr, wenn man 11 schneidet, obwohl man 10 braucht, ist natürlich immer total doof, ne? Mist. Und jetzt hier alles voller Kleber. Yeah, ich stehe da drauf. So, mal gucken, wie wir es jetzt machen. Moment. Einmal Sauerei. Einmal Sauerei, ja. So, also wir müssen 1 Zentimeter wegnehmen, weil ich einfach zu viel habe. Das heißt hier ungefähr. Gut, das kann ich ja später sauber machen, aber es geht eigentlich so dreckig sein. Es ist sogar noch Kleber drauf, tatsächlich. Nichtsdestotrotz mache ich jetzt hier trotzdem noch mal ein bisschen. So. Gut, jetzt stimmt's. Ich habe euch doch extra noch gesagt, 10 cm. Eieieiei. Gut, also unser 10 cm mal 10 cm Stück kleben wir uns jetzt hier oben drauf. Und was ich dann ganz gerne mache, um das halt richtig anzudrücken, also ich gucke erstmal natürlich, dass es halt überall gerade drauf sitzt, also auf den ganzen Kanten. Da kann man es auch nochmal kurz so aufstellen. Das funktioniert auch ganz gut und so entlang streichen. Und dann kippe ich mir das einfach in eine Richtung und dann drücke ich das dann halt auch nochmal fest. Mit dem Falzbein überall alles andrücken ist auch immer eine ganz tolle Idee. Das Ganze mache ich jetzt auch nochmal in die andere Richtung mit dem Drücken. Das hat einfach damit was zu tun, dass das Papier dann auch wieder einigermaßen gleichmäßig ist, wenn ich es jetzt hochdrücke. So, und dann haben wir unseren Aufleger hier oben schon fertig. Hier können wir noch mal kurz mit dem Falzband drüber. So. Und dann nehmen wir uns schon unseren Kalender, den wir ja hier auf diesen 6x9 cm Cardstock geklebt haben. Und setzen den hier drauf. Und zwar, dass wir ungefähr von allen Seiten einen gleichmäßigen Abstand haben. So, Pi mal Daumen. Drücken auch das fest. So, das hier können wir noch ein bisschen gerade biegen. Und dann nehmen wir unseren Rahmen. Nehmen hier diese komische Lasche, die hier noch so ansteht. Machen auch Kleber drauf. Hier finde ich, geht natürlich alles auch hier mit diesem Abreißklebeband oder dergleichen. Aber gerade an dieser Stelle finde ich dieses natürlich flüssigen Kleber ganz praktisch, weil ich den halt dann noch so ein bisschen korrigieren kann. So, wo wir jetzt ganz genau aufpassen müssen, ist, dass wir jetzt wie hier nicht die geschlossene Seite
hochkant machen, sondern natürlich die, die offen ist, dass die auch nach oben zeigt. Und ich kippe mir das Ganze jetzt hier einfach mal so um, setze das hier beides auf meine Platte und setze es, also positioniere es dadurch, dass es unten richtig schön gerade ist und auch hier an der Seite, indem ich einfach hier mit den Fingern das so ein bisschen in Form schiebe und dann drücke mir auch das hier ein bisschen fest. Das macht nichts, wenn ihr hier das eindrückt, weil durch das Formtape geht das sowieso dann wieder nach oben. Und nur, dass das halt alles ordentlich fest ist. So, das kann man auch nochmal so einklappen und dann auch da nochmal schön ordentlich drücken. So, und dann können wir gucken, dass unsere Schublade schon fertig ist. Gut, die können wir dann hier unten einschieben. Natürlich mit der Kippschlaufe nach vorne. Lasche, nicht Schlaufe, Lasche. So. Achso, es ist natürlich auch gut, wenn ihr das vorher macht. Ich habe nämlich bei meinen allen anderen, habe ich nämlich erst die Kiste hier geklebt und dann habe ich festgestellt, oh, da fehlt ja was. Und das dann da wieder dran zu fummeln, das ist ein bisschen krampfig. Aber so geht das. Und dann schiebt ihr das halt hier rein und wenn ihr jetzt das Ding jetzt hier hinten dran klemmt, dann hält das und dann habt ihr einen schönen Bilderrahmen. Ja, oder auch nicht, der will nämlich gerade nicht so. Ihr seht das natürlich jetzt nicht. Moment, jetzt muss ich das kippen, dann wird es wahrscheinlich jetzt ein bisschen auseinanderfallen. Aber das Ganze sieht dann so aus. Ich hoffe, ihr seht das jetzt gut. Und dann könnt ihr ein Bildchen nehmen. Da ich das ja verschenke, kann ich euch das Bild, was da reinkommt, natürlich jetzt nicht zeigen. Aber das Bild sollte ungefähr Maß dann haben von 8,2 x 8,2 cm. Das könnt ihr dann hier oben reinstecken. Und dann ist das gute Stück fertig. Achso, und dann, wenn ihr es verschenken wollt, dann könnt ihr das hier natürlich auch nochmal aufklappen und hier einfach so zuklappen. Und dann könnt ihr das hier gut, eigentlich recht gut verschenken. Ja, und dann könnt ihr hier unten was auch immer reinmachen. Entweder ihr macht halt noch ein paar Süßigkeiten rein oder Papier mit einem Stift oder... Keine Ahnung, also ich denke, da ist eurer Fantasie ja freier Lauf gegeben und dann könnt ihr euch da quasi austoben. So, ja, das war's. Das ist meine kleine Bastelei für heute. Ich hoffe, ihr habt Spaß dran, hoffe, ihr könnt damit was anfangen und dann sehen wir uns einfach ein andermal wieder oder hier wieder weiter beim Adventskalender auspacken. Bis dann, ciao!